Hi Leute, weiter geht's mit Starfield. Wir hatten in der letzten Folge uns nochmal explizit mit dem Schlösserknacken befasst und wir sind jetzt Profi darin. Nein, aber ich hab's jetzt halbwegs verstanden. Hab mir das bei einem anderen YouTuber angeschaut und der das ganz gut erklärt, auch wenn es ganz schön kompliziert ist, wie ich finde. Also es lässt sich halt schwer erklären. Und dann haben wir jetzt hier noch unser Zeug verkauft. Sehe ich das richtig? Doch, hatten wir, ne? Masse, ja, aber genau, das war ja so, dass der Händler dann keine Credits mehr hatte. Also rennen wir jetzt doch noch Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. mit einem Bitte weitergehen. Großteil der Sachen rum, die wir da geplündert hatten in diesem Okay. Kein Kopf jetzt. Dann Bionit-Labor. schönen Aufenthalt. Biogene. Wie hieß das Labor? Ich vergesse das jedes Mal. Bionit-Labor. Ah. So, wo müssen wir denn hin hier das abgeben? Letzte Worte von ihrem Mann für eine Frau, für seine Familie. Oh, die scheint hier zu arbeiten. Und da ist er. Howdy. Ach, ja. Verzeihung. Teilchenwaffenspezialist? Ja, warte mal kurz. Wir reden erstmal mit der Claire. Hallo? Slate gegeben. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe etwas für dich, sagt der Name Roy Mensa etwas. Wir fangen gleich. Wir sind klar in der Aussage. Dieses Rumgerede. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Okay. Was ist los? Was ist das? Oh, ich verstehe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Danke, dass du mir das gebracht hast. Was können wir sagen? Mein Beileid. Er muss dich und euren Sohn sehr geliebt haben. Das Leben ist manchmal hart, aber du musst jetzt stark sein, mehr als je zuvor. Wie gesagt, so eine Situation ist immer beschissen. Wir sind kurz und knapp. Mein Beileid. Danke. Tut mir leid. Ich muss gehen. So, und du willst auch was von uns? Heilschen Waffenspezialist. Haben wir mit der nicht schon mal geredet? Ist in deiner Crew noch Platz? Krass. Einfach so, oder wie? Oder ist sie das von dem Unterdeck? Wir hatten im Unterdeck auch mal mit so einer Frau gesprochen. Was können wir denn sagen? Ja, bist du dann halt unser erstes Crewmitglied. Ich bin interessiert, was kostet mich das? Eigentlich nicht. Nein, worauf hast du dich spezialisiert? Spezialisiert, alter Schwede, das ist schon noch früh am Morgen heute. Teilchenwaffenspezialist. Der Name sagt ja eigentlich. Ich bin interessiert, was kostet mich Ich das? mache dir ein faires Angebot. Oh je, wie viel? 7000 Credits. Ich dachte 10.000. Also 10.000 hätte ich noch gegeben. 7.000 auf jeden Fall. Ja, überzeugen. Ich glaube nicht, dass ich dir so viel zahlen sollte. Wollen wir sie drücken? Ach komm, Quatsch. Wir zahlen dir Was soll ich 7.000. tun? Du bist dabei. Wir haben unser erstes Crewmitglied, Leute. Genial. Gut, worum geht's jetzt hier? Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Alles klar. Crew zuweisen. Boah. Der Frontier. Teilchenwaffenspezialist. Und das war's jetzt, oder wie? Und können wir dir jetzt auch irgendwas, irgendeine Aufgabe geben? Anscheinend nein. Ich frage mich gerade, warum es die Außenposten nicht anzeigt. Wir haben doch einen Außenposten auf diesen einen Mond. Wer weiß. Bin auf dem Weg. Alles klar, dann gehen wir zur Frontier. Gut, jetzt da wir hier einmal sind, können wir ja auch noch die andere Quest weiter spinnen. Wechselspannung.
verschaffe dir Zugang zur Wohnung. Müssen wir wieder unsere Schlösserknacken oder unser Schlösserknacken-Skill einsetzen. Können wir ja nun perfekt. Was haben wir eigentlich gerade für eine Waffe ausgewählt? Ach, das ist diese Equinox. Wieso hat man die eigentlich ausgewählt? Aber es mit der nochmal probieren wollten, oder wie? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Wegstecken erstmal die Waffe. Wir müssen zuerst hier. Oh, das war die Claire Mensa. Wohndistrikt. Dann zu diesem Hochhaus hier, zu diesem Apartmenthaus. Düsen. Allerletzter Check. Atem? Check. Geduscht. Dann setzen wir mal unsere Schlosserknacken-Skills ein. Die Trische hatten wir ja noch. Auf geht's. Der äußere Ring hat 1, 2, 3, 4. Das heißt, die 2 Zweier müssen rein. Die stehen schon gut. Und der hat 3, 4, 5, 6. Dann müssen die 2 Dreier da rein. Okay. So. Dann ist links unten 2 und auf der rechten Seite 1. Links unten 2 und auf der rechten Seite 1. Genau so. Dann starten wir das mal. Schlüssel verwenden. Hallo. Ach so. Natürlich erstmal die hier. Da sind wir drin. Knacke 5 Schlösser haben wir da irgendwie einen Fortschritt bekommen. Finde Beweismittel. Lass mal gucken, ob wir hier allein sind in der Wohnung. Wenn wir irgendwas mitnehmen, würde als Diebstahl gewertet werden. Unautorisierter Computer. Programm-Update. Letzte Nachrichten. Dodgson. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger, ich erwarte meinen Anteil und schließ die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln, selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt. Haben sie keine Spur. Sie werden als Fehlfunktion abtun, so wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen, Newman. Ach, deswegen haben die Verkabelung geändert, weil sie Credits von der Bank stehlen wollten. Daten herunterladen. Ach, jetzt können wir entscheiden, wem wir es liefern. Der WS oder dieser anderen Frau. Uns ist ja die Maria sympathischer. Deshalb geben wir ihr die Daten. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich... Na gut, es gibt halt verschiedene Wege hier im Spiel. Und ich entscheide mich hier fürs Bauchgefühl. Die andere ist ja, glaube ich, der Handelsaufsicht vorständig oder hat da einen Posten. Wäre es halt auch nicht schlecht, wenn wir uns mit der nicht verscherzen oder wenn wir uns mit der anfreunden würden.
Aber wie ich bereits sagte, Bauchgefühl, die ist uns unsympathisch. Und deshalb geben wir Stereo ES. Raumhafen. Warum zum Raumhafen zurück? Habe ich die falsche Quest ausgewählt? Könnte sein. Wir müssen doch eigentlich zum Unterdock. Zum Unterdeck. Aber, ja, alles klar. Die führen uns zum Unterdeck. Da hinten ging es nämlich hinunter. Die stehen ja nebeneinander bei der Handelsaufsicht und wir geben es aber der WS. Danke. Hast du die Daten? Ja, ihr geben wir's. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Yep, bitte sehr. Sorry, die Handelsaufsicht wird mich dafür bezahlen. Gib mir einen Moment. Wir geben's ihr. Klasse. Ich lasse es vom Mest analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. 2.500 haben wir bekommen. Quest anscheinend so, zu Ende. Hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Wir gucken mal noch zu. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Wie das hier sich Warum weiter in aller Welt sollte entwickelt? Ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Ich glaube, die werden keine Freunde mehr, die zwei. Wenn du was brauchst, egal was, habe ich es entweder oder ich kann es beschaffen. Können wir mit dir noch handeln? Aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Und ich kann ihn mir leisten. Ich würde gern sehen, was du im Angebot Eine hast. Eine bessere Auswahl und angemessenere Preise findest du nirgendwo. Oh, die hat bedeutend mehr Credits. Da können wir unsere Restgelumpe verkaufen. Das ist kaufen und jetzt wollen wir es ja verkaufen. So. Modifizierte Gelstrom. Mehlstrom 350. Da ist ein Mod mehr drin. Erfahren im All, plus 30% Schaden im All und minus 15% Schaden, wenn du dich auf einem Planeten befindest. Nee, komm raus. Das verkaufen wir der. Messermäßig. Das ist halt eine legendäre Waffe, aber 20% Schaden an Robotern. Wie oft kämpfen wir denn gegen Roboter? Komm raus. Halbautomatisch? Nee. Mag ich nie. Halbautomatisch. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Da haben wir ordentlich was losbekommen hier. Haben wir sonst noch was, was wir da geben können? Es sieht im Moment nicht so aus. Strukturmaterial, da werden wir uns ein paar Lagerkisten in unserer Basis bauen.
Tiefminenanzug. Die sind lustbasiert, ist halt. Wir behalten den mal noch. Nö. Ah, Space Tracker Anzug. Strahlung. Der hat halt richtig viel Schutz gegen Strahlung. Wie sieht das bei diesen Tiefminenanzugern aus? Der hat 20 Strahlung. Wir behalten das auch mal noch. Haufen Zeug mit sich rumschleppen hier, der olle Sahadum. Aber wir bauen ja dann eine Lagerkiste in unserem Außenposten. Da können wir das viel Zeug reinwerfen. Denke ich mal. Eine bessere Auswahl und angemessenere Preise findest du nirgendwo. Will nur noch mal gucken, ob sie eine bessere Coachman hat. Also werden die ja aus Versehen verkauft. Was ist denn? Ach, Sidestar, eine Pistole. Rattler, auch Pistole. Lichtbogenschweißer, eine schwere Waffe. Laservisier, Präzisionstuning. Eine Nahkampfwaffe, oder? Ja, ja. Coachman 20 Meter. Und die hatte. Wo ist denn die? Ich glaube, ich 23 Meter. Equinox hier, Lichtbogenschweißer. Energiewaffe. Wollen wir die mal ausprobieren? 3KV LSR. Davon haben wir eine ganze Menge. Schalldämpfer. Eine Coachman mit Schalldämpfer. Macht keinen Sinn in meinen Augen, da einen Schalldämpfer drauf zu machen. Wir wollen uns hier das Gerät mal testen. Die Waffe. Ich bin an Arbeit für die Handelsaufsicht interessiert. Wir können ja mal nachfragen, was sie hat. Wenn du ein Schiff hast und dir nicht so schade für Frachtflüge bist, haben wir vielleicht Arbeit. Sonst musst du etwas genauer werden. Wir schreiben über die Auftragsbörsen in der Stadt immer Frachtaufträge aus. Ach so. Sieh sie dir an. Unsere Jobs werden gut bezahlt, sagt man. Und falls du nach etwas anderem suchst, tja, dann kann ich dir nicht helfen. Aktivität, nehme eine Frachtmission von der Auftragsbörse an. Wenn du noch etwas brauchst, du weißt, wo wir sind. Können wir auch mal testen, wie das so ist, Fracht zu transportieren. Ja, Wechselspannung, das ist ja alles fertig. Ja, die erste Mission und hier die Aktivitäten. Was? Sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Ich habe keine Ahnung. Barkeeperin, mit der hatten wir gesprochen. Die will, dass wir irgendwas schmuggeln. Oder stehlen, besser gesagt. Sprich mit Sergeant Yumi. Keine Ahnung, wer das war. Oh, ich muss niesen. Ah, sorry, Leute. Ich hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten. Ah. Wir können das ja mal drin lassen, aber eigentlich hätte ich auch Bock, hier die Hauptquest mal ein bisschen weiter zu spinnen. Jedoch werden wir uns erstmal um den Ausbau unseres Außenpostens jetzt kümmern. Und da können wir auch direkt von hier verschwinden. Und sagen, wir wollen zu unseren Außenposten im Sirius-System. Kurs festlegen mit X. Sprung. Und da sind wir.
Hauptbasis. Wo hat man die? Es war auf einem kleineren Mond, glaube ich. Müssen wir nochmal, nochmal zurück. Da, das müssen wir nochmal umbenennen. Also Eisen, aber es ist halt unser Hauptstützpunkt, wo wir halt auch den Wohnkomplex und so aufgebaut haben. Da seht ihr das. Dann benennen wir das nochmal. Wobei, ist Außenposten 1. Sirius 2. Außenposten 1. Machen wir noch ein H davor. Haupt. Haupt Außenposten 1. Geiler Name. Lasst mal versuchen, hier eine Lagerkiste hier drin zu bauen. Wir hatten hier die Tür offen gelassen, seid ihr noch zu retten? Wo bauen wir so eine Lagerkiste hin? Eigentlich mit hier hinten. Ja, Außenposten. Wo gab's denn die Lagerkiste? Da. Struktur? Tatsächlich. Das Holz ist die Struktur. Und dann können wir uns doch auch so eine große Lagerkiste leisten. Gleich mal auf jeden Fall. Bin gespannt, wie viel wir da reinballern können. Ich würde sagen, ja, stellen wir hier drüben hin. Also hier ein paar Lagerkisten dran montieren. So. Mit E, oder? Hinstellen? Ja. Wie viel passt rein hier in das Teil? Seht ihr irgendwo eine Masseanzeige? Ich sehe keine. Dann knallen wir erstmal rein, was geht. Alle Ressourcen lagern, schaut mal. Geht doch viel besser. Munition schleppen wir halt noch mit uns rum. Das Alien Pie können wir dann auch mal essen. Molekularextraktor können wir doch auch rausnehmen. Das war's eigentlich. Sind die unendlich? Jetzt haben wir was rausgenommen. Passt hier unendlich in die Lagerkiste rein? Das wäre ein bisschen komisch. Ach, 150, oder? 46 ist eingelagert. Ja, oh Gott, da passt ja richtig viel rein.
Nice. Wir hatten ja irgendwas rausgenommen, aber ist jetzt egal. Jetzt schleppen wir das halt wieder mit uns rum. Da passt richtig viel rein. Jetzt bauen wir den Frachtlink. Den müssen wir draußen bauen. Wisst ihr, was wir hier auch noch hinbauen könnten? Vielleicht hier in die Ecke. Wenn das geht, so eine Handelsaufsicht. Dann können wir vielleicht auch von hier unser Zeug verkaufen, wenn wir von unserem Hauptaußenposten. Das wäre doch eine Idee. Ja, eine andere. Die Waffe wollten wir auch mal ausprobieren. Da. Aber eins nach dem anderen. Erstmal jetzt gucken, ob wir dieses Teil da bauen können. Scanbooster, Frachtlink. Was ist denn ein Frachtlink-Intersystem? Errichte diese in zwei verschiedenen Außenposten und verbinde sie. Verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Gegenstände im Ausgehenbehälter landen im Eingehenbehälter des anderen Außenpostens. Ermöglicht Systeme zu verbinden. Für Versorgungsmissionen erforderlich. Systeme kann man damit verbinden. Und hier kann man innerhalb eines Systems Außenposten verbinden. Verstehe ich das richtig? Errichte diese in zwei verschiedenen Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Gegenstände im Ausgang. Ja, ja. Verbindet Außenposten im gleichen System. Alles klar. Ach, und dafür brauchen wir Betriebskosten. Krass. Erstmal diesen Frachtlink hier, dass wir da im System hier alles zusammen ballern können. Landeplatz, Auftragsbörse, haben wir es doch. Eins von zwei. Brauchen wir nicht immer noch New Atlantis, sondern können hier zu unseren Außenposten fliegen. Sehr schön. Dann hätten wir das fertig. Gucken wir uns mal an. Alles Kampfaufträge zurzeit. So, und jetzt müssen wir den Frachtling draußen bauen. Ja, jetzt schließt sich automatisch da. Bisschen Licht machen. Und dann testen wir mal die Wumme hier. So ein Laserstrahl verschießt das Teil. Die Batterie geht da extrem schnell runter. Und sie lädt sich auch nicht auf. Also da müssen wir mal gucken. Was brauchen wir dafür? Munition. Munition. Da haben wir nur eine. Aber wir müssten doch welche auf dem Schiff noch haben. Einen Landeplatz müssen wir ja auch noch bauen. Müssen wir dann auf dem Schiff mal gucken, weil das ist mir zu weit weg da, das Schiff. Wir wollen ja direkt hier landen und nicht einen Kilometer weit weg. Was soll das? Dann... Frachtlink. Was fehlt uns? Schwerelosdraht. Mist. Landeplatz klein. Bauen wir mal so einen kleinen Landeplatz.
Da schalten wir mal die Ansicht um mit V. Bauen wir hier hinten. Dann hätten wir den Landeplatz fertig. Wow. Schaut euch das mal an. Das ist aber auch weit weg. Dachte, das wäre näher an unserem Wohnkomplex. Das wollen wir nochmal umändern. Den wollen wir näher an unserem Wohnkomplex haben. Dem... Da müssen wir, glaube ich, hin und das so auswählen, oder? Wie war denn das? Modifizieren, genau. Bewegen mit E. Näher ran. Ja, weil wir dort stehen. Das mal so. Wir wollen ja nicht, wie gesagt, ewig lange laufen zu unserem Wohnkomplex. Ich würde das ganz gern hier vorne hinbauen wollen. Mal ein bisschen schräger. So. Ideal. Bäm. Dann holen wir mal unser Schiff. Landen direkt an unserem Haus im Posten. Es müsste kleiner als 40 Meter sein. Hoffe ich doch mal. Hätten kennt gleich ins Cockpit. Na gut, vielleicht können wir ja mit der noch mal kurz reden. Hi, Captain. Schön, dich zu sehen. Ja, vielleicht können wir der Aufträge geben. Mal gucken. Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Ach, das war's. Landeplatz. Ja, wir wollen zum Landeplatz. Gespannt, ob wir jetzt dort landen. Also dafür haben wir das Teil ja gebaut. Nö. Was ist denn das für ein Quatsch? Der Landeplatz ist doch hier. Das ist, reicht doch locker für unser Schiff aus. Verstehe ich nicht. Na egal. Eigentlich nicht egal, aber naja. Weil wir brauchen ja diesen Frachtlink jetzt noch, den wir hier hinzaubern müssen. Und dazu fehlt uns, glaube ich, der schwerelose Draht. Ich hoffe, wir haben schwerelose Draht noch im Schiffsinventar. Also, wieder Retour. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwie ein Terminal gibt. Was? Ne, hier gibt's nichts. Einfach nur so ein Betonteil. Und das war's.
Man hat ja sonst nichts zu tun. Oh, minus 44 Grad sind hier. Da haben wir uns einen hübschen Flecken Mond ausgesucht. Für unseren Hauptaußenposten. Aber da geht uns halt wenigstens keine Flora oder Fauna auf den Zeiger. Schwerelos Draht raus. Ich bin bereit, Captain. Inventar. Ich hoffe, das gibt's hier noch. Frachtraum. Und was zählt das? Ich weiß ich nicht. Gehen wir mal hier hin. Erstmal diese Kartuschen. Nehmen wir mit. Adaptiver Rahmen. Das können wir alles rausnehmen und in unsere Lagerkiste reinwerfen. Auch das Aluminium. Wir haben den Anzug hier an der Front hier. Das können wir doch alles verkaufen. Ich glaube fast, wir haben kein... Das Beryllium hat es uns ja auch dort angezeigt. Also das greift anscheinend auch auf das Inventar des Schiffes zurück, auch wenn es nicht oft am Landeplatz steht. Aber wir werden es trotzdem in die Lagerkiste reinpacken, weil dann wird ja der Frachtraum hier leerer. Welches Gewebe, was wir ja mit uns rumschleppen. Helium 3, Iridium, alles. Kompstation, Kupfer. Was? Körperflüssigkeiten. Wir werden komplett überladen sein, aber so ist es halt. Prototyp-Ausrüstung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schiffsteile. Die Schiffsteile lassen wir mal bei den beim Schiff. Macht Sinn. Sirius 2A Analysedaten. Lassen wir auch auf dem Schiff. Nährstoffe, Strukturmaterial, das fliegt alles raus. Halt abbrechen. Das lassen wir mal auf dem. Ja, wobei, nö, das können wir auch mitnehmen. Das lassen wir mal. Mich irritiert halt. Wahrscheinlich haben wir das gestohlen irgendwo. Wir nehmen es mal mit hin und werden es in die Lagerkiste rein pfeffern. Das Uran noch, Wasser, alles rein, Xenon. Ja, Haufen Waffen waren. Ach ja, wir haben noch Haufen Waffen hier im Frachtraum. Das können wir alles verkaufen.
das war's dann. Und die Munition nehmen wir auch noch mit. Da ist der Frachtraum ordentlich leer geworden. Der war wirklich fast voll gewesen. Jetzt sind wir komplett überladen. Können wir uns überhaupt noch bewegen? Ja. Ja, da sind wir ja richtig weit gekommen. Das ging doch aber vor uns auch. Da sind wir direkt in der Basis rausgekommen. Können wir den Landeplatz wieder wegmachen? Da wollen wir hinreisen. Nö. Computer sagt nein. Schön, Teil des Teams zu sein. Geht mir doch nicht auf den Zeiger, Mann. Halt, was ist denn das hier? Da ist ein Medipack drin gewesen. Und noch irgendwas anderes. Wir haben ja keine... Haben wir eine Industrieanlage in unserem Außenposten? Brauchen wir halt diese. Alles bestens, Captain. Ach, was war das? Adaptiver Rahmen haben wir. Wir brauchten schwerelosen Draht. Können wir den jetzt hier herstellen? Wir hatten doch hier eine Industrieanlage, oder? Spinn ich. Alles in allem geht's ganz gut, Captain. Forschungsstation. Ne, wir haben gar keine Industrieanlage hier auf dem Schiff. Dann hatten wir eine im Außenposten. Ich glaube, wir haben so eine Werkbank schon gebaut. Ach, du grüne Neune. Viel bewegen ist nie. Ich frage mich gerade, wo ist jetzt der Außenposten? Ich frage mich auch, warum das Teil nicht direkt dort landet. Vielleicht ist es ja wirklich länger als 40 Meter, aber eigentlich sollte das sollte wunderbar drauf passen. Da hinreisen. Ach so, wir können nicht schnell reisen. Ah, ich hasse. Da ist der riesengroße Landeplatz, der halt nicht genutzt wird. Rennen ist halt überhaupt nicht. Wir sind ja gleich an der Lagerkiste. Können wir das alles einlagern. Das kann ich auch mal offline machen, ohne euch, Leute. Dorthin laufen, das dauert jetzt noch Stunden. Dadurch, dass... Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir zu viel CO2... Ja, wir kippen und sterben, oder? Oder werden wir nur ohnmächtig? Wir probieren es jetzt aber nicht aus, sonst muss ich den Weg normal laufen. Na komm, wenn wir in der Luftschleuse sind, beenden wir dann die Folge hier. Krass, wie schnell das CO2 hochschießt. Geschafft. Wir sind da.
Leute, das war's für diese Folge. Denkt dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, Abo da lassen. Motivation ohne Ende. Könnt ihr mir glauben. Wir sehen uns in der nächsten Folge Starfield hoffentlich wieder. Bis dahin, bye bye. Euer Sadum.